ADR. Diese drei Buchstaben werden wohl nur Spezialisten etwas sagen, genauer Gefahrgutspezialisten. Ein ganzer Saal voll dieser Fachleute hatte sich am 18. Oktober in Arneburg versammelt, eben wegen jenem ADR. Hinter den drei Buchstaben verbirgt sich eingedeutscht das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. In unregelmäßigen Abständen wird dieses Übereinkommen aktualisiert, was dann auch für die Spezialisten bedeutet, sich weiterzubilden. Die Industrie- und Handelskammern Magdeburg und Halle-Dessau hatten genau dazu in die Altmark geladen. Polizeihauptkommissar Frank Rex fiel dann die Aufgabe zu, über ADR 2019 zu informieren. Neben zahlreichen Änderungen in der Nomenklatur der Gefahrstoffe fanden Lithium-Ionen-Akkus erstmals größeren Platz im ADR-Beschluss. Diese Akkus sollten aber nicht nur von Experten vorsichtig behandelt werden. Beim Thema Lithium, sich selber in die eigene Nase zu fassen, ob man Dinge korrekt lädt, um dann nicht den Brand in der Wohnung zu haben, entsprechend aufbewahrt. Und das, was voll ist, muss nicht nochmal mehr geladen werden. Das sind die Risiken oder Tiefen entladen, ist dann nur unter Kontrolle zu laden und brennbare Dinge nicht im Umfeld zu haben und sich vielleicht um Löschsituationen auch schon mal Gedanken machen, ohne hier jetzt Panik machen zu wollen, aber es kann schon sinnvoll sein. Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören auch solche Metallboxen, in denen Gefahrstoffe, wie beispielsweise beschädigte Akkus, sicher transportiert werden können. Denn nicht nur die Lagerung und Entsorgung, sondern auch der Transport birgt Gefahren. Diese sind auch Lothar Riedinger, dem Arneburger Bürgermeister, bewusst. Das ist für uns eine ganz wichtige Geschichte. Die A14 ist ein bisschen weiter weg, sage ich mal. Aber hier werden ja viele Flüssigkeiten in unsere Werke gebracht, bei Delipapier und auch bei Mörser, Zellstoff, Stendal, sodass wir gemeinsam, sage ich mal, mit diesen Unternehmen versuchen, auch die Sicherheit zu schaffen. Unsere Feuerwehr ist dabei, die Kollegen von Zellstoff haben eine kleine Berufsfeuerwehr und haben auch Kollegen, die in der Feuerwehr organisiert sind. Und die trainieren natürlich auch solche Dinge. Das werden sie dann heute Nachmittag erleben. Und ich hoffe, dass auch das zusammen gut klappen wird. Gemeint war hier eine große Unfallübung auf dem Gelände der Zellstoff Stendal GmbH unweit von Arneburg. Hier stand schon der Feuerlöschpanzer der Firma Dibuka samt Geschäftsführer Hans-Joachim Schulz. Unsere Aufgabe ist, dass wir hier wieder unterstützend wirken hier für die Feuerwehr. Es wird hier simuliert, dass eine Eisenbahn einen LKW gerammt hat, dass Flüssigkeiten ausgelaufen sind und dass es zum Wäschungs- und Vegetationsbrand gekommen ist und der jetzt weiter in die Fläche reinläuft, wo eine munitionsbelastete Fläche dargestellt werden soll. Das Unfallszenario. Innerhalb weniger Minuten rückt die Werksfeuerwehr an. Die Unfallstelle wird untersucht, das Unfallopfer geborgen. Gleichzeitig errichten einige Feuerwehrleute eine Wasserwand, um mögliche giftige Rauchschwaden von den Betriebsgebäuden fernzuhalten. Mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr wird das entstandene Loch im Kesselwagen abgedichtet, während es in der unmittelbaren Nähe schon zum Flächenbrand kommt. Einsatz Löschpanzer. Die Situation ist unter Kontrolle, das Unfallopfer wohlauf. Dennoch haben alle Beteiligten vor Augen geführt bekommen, wie schwerwiegend Unfälle mit Gefahrgut sein können. Das betont die Wichtigkeit des Gefahrguttages der Industrie- und Handelskammer. Persönlich denke ich, dass es eine sehr gute Geschichte ist, ja, dass man das tatsächlich jährlich, mindestens jährlich wiederholen sollte, aus dem einfachen Grund, dass, weil Erfahrungen ausgetauscht werden können, weil man sieht, wie es in der Praxis tatsächlich funktioniert, wie man in der Praxis arbeitet. Also es ist eine wirklich sehr interessante Geschichte und ich wünsche der IHK, dass sie viel, viel Enthusiasmus an den Tag legt und diese Form der Gefahrguttage weiter durchführt.